Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video mit eurem Xaok und der lieben Xiaoli? Hast du deinen Namen vergessen? Nein, habe ich nicht. Ja, aber fast. So lange ist es her. Wie geht's dir? Gut. Dir? Ja, auch. Schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, das eigentlich vielleicht eher mal ein Update drehen, gell? Ja, na egal, hier machen. Bin ich. Ja. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Update vielleicht mal irgendwann. Da hinten ist der Oscar. Genau. So, aber warum wir heute ein Video machen, ist heute ein ganz anderer Grund. Und zwar das war. Arthurs Schwert. Arthurs Schwert oder was? Ist es nicht Arthurs? Ja. Ja, kann sein. Bin ich jetzt so besonders stark? Ja, wahrscheinlich. Wieso steckt es da drin? Na, weil wir jetzt ein Messer brauchen, um das Paket hier aufzumachen. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Das kann natürlich sein. Erzähl mal was zu dem Paket. Ja, das Paket hat etwa, keine Ahnung, gefühlt 3 Monate gebraucht, bis es bei uns angekommen ist. Der arme Deva hat es irgendwie 5-mal oder 4-mal losgeschickt und es ist nie angekommen. Ja, beim Postfach kam es nicht an, weil das Paket zu groß ist, was eigentlich komisch ist, weil es kam schon mal andere große Pakete an, aber das hier irgendwie nicht. Ja, und dann haben wir das alles gemacht, dass das an die Filiale gehen darf. Und ja, genau. Und das hat aber, ich weiß auch nicht, scheinbar nicht auf Anhieb funktioniert. Und ja, jetzt ist es aber da, das ist schön. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Er hat gesagt... Kurz gesagt, es ist Fanpost von Deba. Genau, es ist Fanpost von Deba. Das ist viel Zeug drin. Oha. Oha. Das ist zurzeit meine absolute Lieblingsschokolade. Weiße Crisp. Marzipan. Ja, das hat er, glaube ich, erzählt, dass da Marzipan. Oh, da ist noch mehr Pfeffer drin. Also, das ist ja mal hier. Das ist ja eine ganze Kiste Überraschung. Was ist gut. Das? Ich weiß nicht, ob es für einen Oscar gedacht ist. Oh, oder? Fax. Oh, Stöpsel. Na, ich, guck mal, da steht 3M drauf. Das sind so Handwerks- oder Ohrenpacks. Was haben wir hier? Oh, eine Schutzbrille. Oh, mein Gott, guck mal. Puder fürs Baby. Oscar Babypuder. Cool. Und hier, das ist eine Schutzbrille. Aber was für eine coole. Soll ich mal aufsetzen? Ja, setz mal auf. Ja. Dann haben wir hier noch mehr Puder. Oh, das ist schon lieb. Ich glaube, da ist auch noch sowas. Hier, Hautpflege, sensitiv, pflegen nach der Arbeit. Oh, geil. Und ein Babyshampoo. Oh mein Gott, das ist cool. Lieb. Man darf man denn ein Baby mit Shampoo bearbeiten? Bearbeiten, keine Ahnung. So spät wie möglich, ja. Guck mal. Ja, das tut er doch schon. Oh, guck mal für Amy und Leo. Schauen wir mal. Hat Deba einen Hund? Ich glaube nicht. Ne? Deba, kannst du ja mal schreiben, hast du einen Hund? Sind wir mal gespannt, weil wir achten immer sehr drauf, genau, dass da eben kein Zucker drin ist. Da ist... Oh, Zucker. Es ist dunkel hier. Und? Ja, sieht heftig krass aus. Boah, die ist aber echt dunkel. Lässig. Vielleicht ist sie so zum Flexen und so. Nur um es mal ganz kurz festzuhalten, das sind immer so die Leckerlis, die wir hier so kaufen. Hier haben wir einmal hier so, auch so Sticks hier, so Salami-Sticks. Und die sind tatsächlich komplett aus Fleisch. Und auch 75% Muskelfleisch, also keine Nebenerzeugnisse. Eigentlich voll krass. Und... Dann haben wir hier so Kaustreifen und da sind immerhin, es steht immerhin Fleisch an erster Stelle, 20% davon sind Geflügel und der Rest ist Nebenerzeugnis, ist jetzt vielleicht nicht so geil, aber ist ja an sich okay. Und dann kommt Getreide erst. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, Zucker steht bei beiden nicht dabei. Das finde ich eigentlich schon irgendwie eine Frechheit, weil Pedigree oder so, die kosten ja das Doppelte und sind auch gar nicht so billig und man denkt dann so, ja, ich tue dem Hund was Gutes, aber ja, irgendwie sind hier diese billigen Ja-Produkte, die wirklich, ich glaube, das hier kostet nicht mal 1 Euro, die sind tatsächlich vom Fleischgehalt her, also ob sie jetzt generell besser sind, das weiß ich nicht, da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber vom Fleischgehalt her sind die hier irgendwie witzigerweise besser. Das ist irgendwie interessant. Aber wenn man sich halt damit nicht informiert und sich nicht damit auskennt, dann weiß man das halt auch nicht. Ja, hier ist leider jede Menge Zucker drin und Getreide. Macht jetzt aber nichts. Ab und zu mal so ein ungesundes Leckerli gönnen wir uns Menschen ja auch. Da ist noch eine. Noch eine Schutzbrille. Das ist eine Schutzbrille. Eine Schutzbrille, klar. Aha.
Der Oskar erzählt bitte was. Noch mehr Leckerlis. Boah, der hat's aber gut gemeint. Vor allem die Leckerlis für mich hier. Boah, die sind gut. Das ist super, weil das, da ist kein Getreide und kein Zucker drin. Die haben wir auch. Ach, die weißen Knoten, ja, die lieben sie. Das ist geil. Nur oh, Bonbons. Was haben wir hier? Was ist das? Sie gönnen sich gleich mal eins. So, hier Bremsreiniger, sehr gut, kann ich immer gebrauchen. Immer. Zwei Stück, super geil. Ich glaube, ich habe sogar gar keine mehr. Ach du Scheiße. Der hat mal ein bisschen erzählt, was da drin ist. Das ist schon so lange her. Hier, keine Ahnung, 6-mal Marzipan. Geil. Ich bin ja nicht so der Mensch, der so viel Süßigkeiten isst, aber Xylin braucht eine Woche, da ist das weg. Warte mal, was? Also bis Februar 2021 habe ich Zeit. Sehr gut. Dann haben wir hier nochmal so Rodeo für die Hunde. Da hast du es aber gut gemeint mit uns. Ach du Scheiße. So Handcreme, Pimp, Denate. Oh, guck mal. Noch mehr Leckerlis. Rinderspitz. Da ist noch eins. Ach du, guck mal her, wie viele Europax. Jetzt die Frage, die kann man natürlich auch für den Oscar anziehen, ne? Hier, so. Also, für, wenn er mal laut ist. Das kannst du jetzt in die Kamera stecken, dann hört man den Oscar nicht mehr. Hier nochmal so Creme fürs Gesicht. Noch eine Schutzbrille. Noch mehr Leckerlis. Keine Lust mehr. Das Schlimme ist, wenn man das natürlich nicht weiß, wenn man keinen Hund hat, dann denkt man, oh ja, das sieht doch lecker aus. Und dann steht hier vorne auch noch mit Geflügel ohne künstliche Aromastoffe. Aber hier hinten steht dann halt voll Fett, Getreide und Zucker. An sich ist das ja nicht schlimm, weil es ist ja ein Leckerli. Ich meine, das ist jetzt mal nicht so dramatisch. Aber es ist halt einfach so, dass ein Hund absolut nichts mit Zucker am Hut hat und nichts mit Getreide am Hut hat. Und Getreide ist halt so ein Füllstoff, ja, und das steht hier auch noch an erster Stelle. Ja, diese Sticks, die wir haben, diese Streifen, die sind aber auch mit ganz, also hauptsächlich Getreide. Ja, ja, ich weiß schon. Da 4% gerade mal Fleisch. Und steht aber vorne Fett drauf, oder? Ja, und das ist halt schon übel. 4% Fleisch und der Rest ist Zucker und Getreide, das ist halt eigentlich, ja. Aber das macht jetzt nichts. Wie geht denn das auf? Ab und zu, wie gesagt, wir Menschen essen auch viel Zucker und... Lego, mach mal auf. Ja. Was sind das hier für Bonbons? Das ist wie Dings... Schokobons. Schmecken die auch so, oder was? Ähnlich, ja. Boah, wie das riecht. Oha. Mir gerade was Süßes essen, du hättest mal Hundesalat drunter. Für dich. Und für dich, Leo. Oskar schaut mir gerade zu, wie ich kaue. Und für dich, Leo. Und Amy können wir ein ganzes Stück geben. Die schlingt es nicht so runter. Die ist nur am Kauen. Eine Hautpflege-Lotion nach dem Arbeiten. Ach, krass. Das ist schön. Sowas kann ich gut gebrauchen, ja. Und hier jede Menge. Das Krasse ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wenn ich geflext habe. Achso, dass du immer Klopapier hast. Ich steck mir immer einfach Klopapier ins Ohr. Aber es geht auch. Europax hatte ich tatsächlich noch nie. Ja, das ist auch cool, ne? So ein bisschen Babyzeug. Ich weiß nicht. Der Leo hat sich die Packung geholt. Und weg ist er. Ich war's damit. Ganz stolz trägt er sie weg. Ja, nice. Also, ja, Schokolade, vor allem Marzipan ist sehr gut. Pfefferminz auch. Pfefferminz sowieso bei dir, ja, genau. Ja, und ich mag die weiße so gern. Ja, nice. Ja, nice. Ich bin mir nicht sicher, hat er das gewusst oder ist das jetzt Zufall? Das muss er gewusst haben, oder? Also, er hat mich tatsächlich mal gefragt, was für Schokolade du gerne magst und was für Schokolade ich gerne mag. Und habe ich gemeint, dass du sehr gern Pfefferminz magst und Marzipan. Und ich halt eben weiße Schokolade. Und voilà, das ist passiert daraus. Dass er dann noch 100 Lecker diesen Haufen reinschmeißt, selbst reicht ja für ein ganzes Jahr hier. Und dann hier so viel Handwerkszeug noch und noch Cremes und so. Wow. Krass. Was sagst du dazu, Amy, hä?
Also ich möchte auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz dickes Danke sagen an dich. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Ich melde mich dann mit dem aktuellen Gewicht, nachdem ich das alles aufgegessen habe. Das müssen wir machen. Jetzt wiegen und dann, das wenn das alles weg ist. Das wäre wirklich mal was. Ja, und ich werde dir sagen, ich werde einen Hörtest machen. Und, genau. Ja, genau. Nein, Spaß. Nee, cool. Ja, also, ja, Schokolade, das reicht für das Ende des Jahres noch. In 2-3 Wochen ist weg. Ja, und Hundeleckerlis ist auch cool. Ja, nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das ist mal Fanpost. Ey, wie findest du das? Wuff. Ah, okay. Genau, hier ist unsere Süßigkeiten-Schublade. Manche kennen ja das Video, wo wir mal aussortiert haben. Da sah die ungefähr genauso aus wie jetzt. Irgendwie könnte man wieder ein Video davon machen. Das ist aber alles noch gut. Ja, das ist alles. Das stimmt. Also das ist tatsächlich alles noch. Da ist ja noch Duplo. Wir haben das einsortiert. Wieso sind gutes Tauziehkerne drin? Das weiß ich nicht. Ja. Und da meine aktuelle Pfefferminz geht schon fast zu Neige. Jetzt habe ich Gott sei Dank mehr. Hier ist klar, wenn der Oscar anfängt zu laufen und Schubladen zu öffnen, dann muss das woanders da wahrscheinlich hin. So meinst du? Oder? Ja, bis dahin habe ich alles aufgegessen. Halleluja. Okay. Vielleicht sollen wir wirklich die Waage mal rausholen. Nein, oder man muss halt ein Schloss dran machen. Das ging natürlich nein, ich habe mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Das werde ich dann wahrscheinlich irgendwo anders in den Schrank reinräumen, weiter oben, wo er nicht hinkommt. Weil das ist der Rotzfotz, dann da hängt klar. Er den ganzen Tag da dran an dieser Schublade. Das funktioniert natürlich nicht, das ist schon klar. Das funktioniert ja schon bei meinem Vater nicht, der geht da einfach dran. Ja, bis er was erwischt, was mir gehört. Oh. Ja. Dann gibt's Ärger. So. Sehr gut. Ja, wisst ihr was? Schaut mal. Langsam. Nicht so gierig. So. Tschüss. Genau. Da sind sie jetzt ein bisschen beschäftigt. Das ist gut. Heute haben sie noch nicht so viel Beschäftigung gekriegt. Oskar, das hier ist für dich. Schau mal. Du kriegst hier Puder. Schau mal. Da. Puder. Ist deins. Kannst du dich einpudern? Schön. Da ist ein Häschen drauf. Da ist ein Häschen drauf, das findet er gut, genau. Ein Herz, Babyglück steht da drauf. Ja, für dich. Ist das gut? Manche werden jetzt wahrscheinlich sagen, Gott, ist der schon gewachsen, ja? Der kommt nach dem Papa. Der kommt nach dem Papa, okay. Ja. Du Riese. Ja, müssen wir mal ein Video machen irgendwo mal wieder. Vier Monate ist er jetzt alt. 4 Monate. Ja, nochmal vielen Dank, lieber Deba. Wunderschönes Paket. Das ist ja wie Weihnachten. Ja, aber wirklich. Und ja. Oh Gott, Weihnachten ist auch in 2 Monaten. Da gibt es noch mehr dann Kekse und Lebkuchen. Aha, Oh Gott. Ja, schau mal. Wir werden dir berichten, wenn die Schokolade leer ist. Du sagst Bescheid, oder? Ja. Sag's dann. Ich versuche es hinauszuzögern, die Wahrheit. Sie kauft dann heimlich welche nach, sodass die nur länger da liegen und es nicht so aussieht, als wären die in 2 Wochen weg. Richtig, richtig, richtig. Na gut. Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr uns begleitet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.